Moin alle Bande, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute am 10:55 bei. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, da ist die Vorderachse ja teilzerlegt. Ich will die aber noch weiter zerlegen. Beide Seiten, da sollen die Achsschenkel nicht runter, aber die Radnaben runter. Und ja, wenn ihr auch einen 10:55 habt oder andere Maschinen, IHC, das ist ja meist immer das Gleiche, solange die Achse die gleiche ist. Ansonsten ist das relativ identisch. Dann bleibt jetzt dran, guckt euch diesen Vlog an. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Ja, ihr wisst, bei mir geht es immer rund und so soll das noch heute auch sein. Ich habe wieder was Neues geplant und zwar hatte ich ja im letzten Vlog erzählt, dass beim 10:55 die Einspritzpumpe angefangen hat zu lecken und außerdem ja, sind wir auf dem Weg vom Wald nach Hause hier fast stehen geblieben, weil die Kraftstoffzufuhr beim Trecker irgendwie knapp wurde. Da muss irgendein Filter dicht sein. Das Problem will ich gleich mal angehen. Ich habe auch einen Dichtsatz für die Einspritzpumpe bestellt. Also hauptsächlich will ich da halt die beiden Wellen abdichten. Einmal die Gaswelle und diese Totmann-Welle, also die Null-Abstellerwelle da bei einer Einspritzpumpe, dass man den Schlepper ausmachen kann. Die hier sind undicht, da will ich beigehen. Und ja, außerdem ist natürlich die Vorderachse noch das Problem, dass auf der rechten Seite es jetzt angefangen hat, undicht zu sein an der Steckachse. Ich hatte ja letztens das Spiel der Steckachse, also praktisch dieser Kardanwelle, die da drin ist, mit dem Kardangelenk, eingestellt durch diese Ausgleichsdistanzscheiben und jetzt hat die angefangen undicht zu sein. Deswegen habe ich da mir ein paar Ohrringe bestellt, gleich war Wellendichtring bestellt und will die jetzt gleich mal abdichten. Ja, wir holen den Schlepper jetzt einmal rein. Hier ist ein bisschen Platz in der Halle mit der Betonung auf dem Büschen. In die Mitte will ich einmal in den Rückwagen reinfahren, weil ich da noch die Arbeitsscheinwerfer nachrüsten will, die Tage oder die nächste Zeit halt. Und ja. Davor wird halt der Trecker da einmal gestellt und wir nehmen uns die Vorderachse gleich mal zur Brust. Gehen wir mal hinten längs hier in die Halle, wo der Schlepper steht. Bei uns steht ja nichts draus, noch soll ja immer alles unter Dach stehen. Hier ist schon ein bisschen Bündelmaterial, also die Holzbündel, die wir gesägt bzw. gespaltet und dann gebündelt haben, die lagern jetzt hier erstmal. Da gucken wir noch, wo wir das hinpacken. Müssen wir da mal gucken. Und hier steht ja unser 10:55 drin, der IHC und der Rückewagen, der gute, wie gesagt, oder wie ihr wisst, der Eigenbau-Rückewagen hier, ehemals Mengele-Ladewagen LW30, ja, funktioniert top. Den sollen wir drin abkuppeln, wie gesagt, wegen Scheinwerfern, mich die da drin einmal reparieren kann oder anbauen kann. Außerdem ist auch ein Steuerventil oben, der Knüppel ist da lose. Zum Festhalten dieser Hebel. Das Plastikelement da dran ist loser, das gefällt mir überhaupt nicht, das muss fest. Der Schlepper hat auch nur Saisonzulassung, das heißt, der ist jetzt erstmal ja, ab nächsten Monat, ab November stillgelegt. Ich weiß nicht, ob ich den noch ummelde oder ob wir erst mit dem Holztransport nächstes Jahr weitermachen. Wir haben ja erstmal genug liegen und bis dahin kann das dann vielleicht erstmal wieder ein bisschen trocknen. Holz rücken und sägen, das können wir ja, das ist ja kein Problem. Und Rücken vielleicht, wenn das gefroren hat, dann ist der Boden ein bisschen fester und dann wäre das Holz auch nicht so schmutzig. Ja, aber ich hätte ja erzählt, dass wenn das Holz auf dem Polder liegt, dass der Dreck sich wieder runter erwäscht. Das ist unproblematisch für die Säge. Außerdem haben wir hier die Wippsäge mit dem Kreissägeblatt und das ist sowieso allgemein nicht so anfällig gegen Verschmutzung. Das Holz ist weich und ich sehe hier nichts mehr der Kettensäge, höchstens die ganz dicken. Ja, also alles in Ordnung. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, im letzten Blog hat ja einer geschrieben, ich habe den optimalen Weg noch nicht ganz gefunden zum Holz machen. Das sehe ich anders. Besser geht das gar nicht. Ja, das kann natürlich auch nur jemand entscheiden, der denn oder sehen, der denn wirklich da im Wald drin ist, wo wir sind mit den örtlichen Bedingungen. Meiner Meinung nach. Ja, also ich will mir nicht die Hände für jeden Holz-Pinöpselstamm schmutzig machen. Da habe ich gar keine Lust drauf, deswegen ist es optimal, Holz rücken, nach vorne ziehen und dann aufladen. Aber das werde ich das nicht tun und ja, ist jetzt auch nicht sinnvoll. Gut, wir starten.
gespannt, was das Problem verursacht hat, dass er kein Kraftstoff bekommen hat. Ich denke, meine Kraftstoffförderpumpe, da ist ein Sieb drin, dass das das Problem ist. Oben drauf müsste es eigentlich fest sein, das Sieb, also mit so einem Deckel noch runter ist und so ein Käfig, ein Sieb. Das müsste eigentlich das Problem sein. Bei Schwiegervater am 956 haben wir nämlich geguckt, das müsste eigentlich gleich die Kraftstoffförderpumpe sein. Und da war auch so ein Sieb und das war da schon schmutzig, da muss es hier noch schmutziger sein, weil ich hatte es noch nicht auseinander. Die Kraftstofffilter hat der Vorbesitzer oder was weiß ich, jemand anderes schon mal neu gemacht. Diese Filterpatronen da einsetze. Hört er sich auch gerade komisch an beim Komodo-Lauf hier. Aber wenn er kalt ist, läuft er immer ein bisschen komisch. Wir gucken gleich mal zusammen. Erstmal kommt der blöde Wagen jetzt hier rein. Möglichst weit natürlich. So, wir werden aber erstmal umdrehen, einmal abkurbeln den Wagen, umdrehen den Träger. Dann will ich den Frontlader heute, wenn ich fertig bin, so lange kann das nicht dauern, den Frontlader auch nochmal benutzen, um den Platz unten ein bisschen sauber zu schieben und hier hinten ein bisschen Bauschutt reinzupacken, weil das da halt so matschig ist, wo der steht. Ja, das ist ein bisschen doof, weil immer wenn man da rein und raus geht oder ja, auf und absteigt, wird man so schmutzig mit den Füßen und der Träger natürlich selbst auch über die Reifen. Hier ist hier nicht was ab muss, Zapfwelle. So, hier sieht man auch, dass er undicht ist. Tropft da richtig. Weil der hat das auch was damit zu tun, dass der Motor ein bisschen ungleichmäßig gerade läuft. Aber eigentlich müsste ich wahrscheinlich auch mal die Einspritzpumpe, ja, ich weiß nicht, Einspritzzeitpunkt mal anstellen oder die allgemeine Einspritzpumpe müsste wahrscheinlich mal zur Überholung. Wenn das noch die erste ist mit über 10.000 Stunden, dann würde er sich bestimmt auch besser an mit dem Motorlauf. Die Einspritzdüsen sind ja neu gekommen. Ja, was habe ich neu gemacht? Früher, das hatte ich auch in einem Blog gefilmt. Das hat ja auch einigen weitergeholfen, jetzt wie beim Vorlauf. Solange er läuft, läuft er. Solange sich das nicht zu ungesund anhört. Also es ist hauptsächlich dann im Leerlaufbereich, dass es irgendwie so ein bisschen, als wenn er ohne, sag ich jetzt mal, als wenn jemand einen Schub gezogen hat, dass es sich so ein bisschen so anhört. Mal gucken, wenn ich die Wände wieder auseinander habe, ob ich da irgendwas sehe. Plus, so genau werde ich das nicht filmen, wir werden hauptsächlich uns die Vorderachse angucken. Gut, das war einfach. Vorfahren, fahre ich ihn hier rein und dann, ja, gucken wir uns die Vorderachse an. So, ich habe ihn jetzt doch rückwärts reingefahren, Anhänger noch ein Stück zurückgestoppt. Dann habe ich ein bisschen mehr Licht und habe jetzt diesen Deckel hier runtergenommen, der auf der Kraftstoffförderpumpe drauf ist. Das ist erstmal die erste, ja, Fehlerquelle, die man ausschließen sollte, weil das das Einfachste ist. Gucken wir jetzt einmal nach. Und ich glaube, da haben wir den Fehler auch schon fast gefunden. Wenn man sich das ja so anguckt. Der ist auch ein bisschen zusammengezogen, das wäre der Fehler sein.
ja, dass die Kraftstoffförderpumpe natürlich Unterdruck aufgebaut hat und den Filter zusammengezogen hat schon ein bisschen, weil er nächste Nacht kam aus dem Tank. So, da können wir auch noch mal reingucken. Weiß nicht, ob man da was sieht. Sieht ziemlich sauber drin aus, Pussy, einmal Ausgleich. Und hier halt im Tank. Ich sag mal gucken, ob das der gleiche Tank ist wie bei Schwiegervater. Sein 956. Nee. Ich glaube, der ist anders. Der ist anders. Hier ist auch eine Ablassschraube. Ja, der zieht sein Kraftstoff zu und Rücklauf ist oben. Der 956 von Schwiegervater hat irgendwie unten einen Abgang vom Tank und oben ein. Also unten ein und oben ein. Und unten müsste eigentlich die Saugleitung sein, weil von unten Filter drin ist. Nochmal so ein großer. An diesem Saugrohr dran. Ich weiß nicht, ob es bei dem jetzt auch ist. Ich werde das erstmal so probieren müssen. Und ja, wenn das nichts hilft, dann muss hier noch einmal mit Druckluft durchgeblasen werden, damit der Schmutz sich von diesem Filter wieder löst. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das das Problem war. Und vielleicht ist es da, da ist das Problem das auch gewesen, dass er jetzt im Standgas so ein bisschen hoch und runter getourt ist. Das war schon länger davor auch. Ich hätte das vielleicht auch damals mal kontrollieren sollen. Aber komm, dann denkst du ja nicht dran. Dann siehst du, er hat neue Filter bekommen. Ich habe so viel am Schlepper gemacht. Und dann denkst du nicht dran, nochmal an eine Förderpumpe hier diesen kleinen Filter rauszunehmen, obwohl das ganz einfach ist. Ja, jetzt weiß man das. Und lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Filter rauszunehmen, bevor man da irgendwo stehen bleibt. Ja, und das hätte ich dann wahrscheinlich spätestens dann gesehen, wenn wir auf der Straße liegen geblieben wären und ich hätte dann einmal geguckt und nach einer Fehlerquelle suchen müssen, zwangsläufig, was er denn hat. Dann hätte ich wahrscheinlich als erstes Werkzeug mit da aufgeschraubt und dann hätte er vielleicht auch wahrscheinlich wieder funktioniert. Einmal sauber machen, hier ein bisschen boosten und ja, gut. Also ich starte gleich mal, dann gucke ich mir das nochmal an, ob der Drehsatz wieder normal ist. Die Einspritzpumpe will ich nachher machen, weil das erstmal die größere Baustelle ist hier unten. Und dann nehmen wir die beiden Reifen ab und dann die Achsschenkel bleiben ja dran. Bloß vom Planetenradsatz muss auf, links und rechts hatte ich letztens schon. Ja, leider doof, aber muss das nochmal. So, und dann muss die Radnabe ist hier festgeschraubt an dem Achsschenkel und die muss ab, dann kannst du die ganze Steckachse oder die beiden Kardanwellen herausziehen. Das ist ganz einfach. Der Wellendichtring, den rauszuholen, das wäre vielleicht nochmal problematisch, weil das bei dem jetzt hier bei den älteren Modellen so eine Metallhülse ist und da ist der Veli drin. Bei den neueren, das ist schon so ein modernerer Wellendichtring. Wir gucken uns das aber gleich an. So, ich will jetzt nicht lügen, aber ich finde, der hört sich besser an. Ich habe noch einmal die Entlüftungsschraube am Kraftstofffilter oben, am Filtergehäuse aufgemacht und mit der Handpumpe gepumpt. Das ist natürlich doof, dass er jetzt der Diesel raustropft, da muss ich gleich nochmal beigehen. Werde ich auch. So, aber vom Standgas her hört er sich jetzt irgendwie ein bisschen souveräner an. Wenn ich mal Gas gebe. Langsam. Immer gemacht. Ich glaube, das macht er nicht mehr. Also ich muss das erst ausprobieren, wenn ich fahre und wenn er Last hinten dran hat. Weil er immer gemacht. Als wäre er irgendwie Schock drin gewesen. Und ja, ich bin der Meinung, das macht er jetzt nicht mehr. Also würde ich jetzt erst auf den ersten Eindruck sagen, kleiner Fehler, große Wirkung. Und jetzt, wo ich mal darüber nachdenke, ich habe das schon mal beim Hanomag beim Kleiner hinten gehabt. Der war auch vor der Einspritzpumpe ist ein Sieb in der Leitung, in der Zulaufleitung und das Sieb war dicht. Und der hatte auch immer, ja, ich habe Gas gegeben, dann kam da nichts in gewissen Drehzahlbereichen. Erst wenn er dann Drehzahl entwickelt hatte, dann ja, hat er Gas gegeben und die Drehzahl ist hochgegangen und gestiegen. Also da war wirklich ein Drehzahlloch und das könnte jetzt halt hier auch gewesen sein, so in der Art. Ja, ich bin froh, wenn das wieder heil ist, wenn das wieder läuft, weil das hat er irgendwie, ja, schon eine ganze Weile jetzt gemacht. Anfangs nicht, aber jetzt. Aber ihr habt ja gesehen, wie dreckig der Filter war. So, ich gehe jetzt an die Vorderachse, stelle einmal die Kamera auf, wir machen eine Timelapse-Aufnahme und dann könnt ihr euch das alles einmal angucken.
So, einmal kleiner Zwischenstopp. Ja, der Planetenradsatz ist runter. Hier liegt er jetzt. Und jetzt müssen eigentlich nur noch diese, also die Radnabe hier, ist mit den dicken Schrauben da befestigt. Die müssen jetzt einmal lose, dann kann man die Radnabe rausziehen und dann kommt die Steckachse hinterher. Und hier drauf läuft halt so ein großer Wellendichtring. Und dann kommen zwei kleine, einmal derjenige, die diese Welle abdichtet, in der Radnabe hier drin. Und dann natürlich in der Achse hinten, von der Rückseite gesehen. Vorderseite hier. Da. Man sieht auch, das ist schmierig hier. Das hat auf einmal angefangen undicht zu werden. Ja, ist so wie es ist. Und dann muss es neu. Ne? So ein Wellendichtring, der kostet jetzt 13,50 glaube ich. Habe ich jetzt von einer Seite, wo ich öfters mal bestelle, gekauft. Und der große, weiß ich, der kostet auch irgendwas mit 10 Euro. Oder 8 oder sowas. Oder sogar 14. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ihr müsst selber gucken, wenn ihr sowas braucht. Und die Achse ist ja eigentlich gleich aufgebaut, wie bei auch den kleineren Modellen vom IAC hier. Also könnte das Video hilfreich sein für diejenigen, die vielleicht diese Achsabdichtung vor sich haben. Also es ist ganz leicht hier, einmal auseinanderschrauben, Plug and Play. Jetzt hätte man natürlich für diese Nootmutter, die da vorne drauf war, ihr habt es eben gesehen, ich habe so ein bisschen ja, versucht, die runterzubekommen. Mit einem Flachstahl hier, ein bisschen weicheres Material mit Meißel ist nicht gut, denn ja, haut man die Nootmutter kaputt. Da hätte man natürlich gut einen Spezialschlüssel für haben können oder wenn man viel Zeit hat, man baut sich denn sowas, aber ja, ich habe nicht so viel Zeit und Geld auch nicht für einen Spezialschlüssel, deswegen musste das so gehen und das funktioniert auch, es geht. Die andere Seite muss ja gleich noch, die ist fast ab, einmal mit Schlagschrauben, die großen Schrauben und dann, ja, dann geht das ans Abdichten. So, jetzt ist mir gerade die blöde Radnabe hier auf den Boden geflogen, ihr habt es gesehen, vielleicht im Zeitraffer. Wenn nicht, dann erzähle ich es jetzt, ich bin zumindest ehrlich. Und ja, das Gewinde hat aber nichts abbekommen, die ist relativ gerade auf den Boden geflogen. Die Mutter geht da noch rauf, also alles in Ordnung. Jetzt hätte ich mir fast denken können, wenn man die Radnabe hier austreibt, dass, ja, dass sie natürlich abhaut. So, jetzt gucken wir mal da rein, da ist auch so eine Buchse, da ist praktisch die Steckachse drin gelagert. Eine Messingbuchse. Und ja, Spiel hatte die nicht, habe mir das angeguckt. Der Wellenstring ist halt nur kaputt. Ja, weil er halt auch hin und her gewandert ist, die Welle da immer. Und wenn man erstmal beigeht, dann fängt das an zu tropfen. So, und ja, wie gesagt, da ist ein Wellenstring drin. Ist hier in der in der Radnabe noch hinten ein Wellenstring drin. Muss man auch aufpassen beim Reinschieben, damit die Verzahnung den nicht wieder kaputt macht. So, und dann ist nochmal, ich will das nochmal zeigen. Hier hinten noch einer drauf, der hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ein großer. So, die habe ich alle neu da. Sollte man sich natürlich vorbesorgen. Ihr müsst halt nur im Internet sonst einmal euren Schlepper eingeben und dann ja, Wellendichtring vor der Achse, ZF vor der Achse, dann wird meist schon was angezeigt. Ja, oder halt in der Ersatzteilliste gibt es Teilenummern. Ne? Bei Granit kann man sonst auch mal gucken. Ich habe die jetzt beim Online-Shop gekauft, meiner Wahl, nicht bei Granit. Ich weiß nicht, vielleicht kommen die Teile sowieso alle her. Und ja, das ist hier, wie gesagt, hier so eine ZF-Vorderachse. Bei den anderen Vorderachsen, die die XL-Modelle haben, ist das ein bisschen anders. Da kann man von außen auch noch nicht dieses Spiel dieser Steckachse da einstellen. Und die haben ja auch die, ja, die Kardanwelle haben sie in der Mitte laufen. Nicht hier außen mittig mit dem Differential. Da gibt es ein paar Unterschiede. So, dann wollen wir mal den Wellenlichtring rausholen, den Kollegen oder die Kollegen, und dann kommen da neue rein. So, ich setze jetzt hier nochmal die neuen Videos rein, auf der anderen Seite bin ich schon fertig damit. Und ja, hier muss ich es noch einmal machen. Dabei könnt ihr einmal zugucken.
So, den Zehner habe ich jetzt einmal andersrum reingestellt. Ich bin gestern nicht fertig geworden. Deswegen mache ich heute weiter. Und will jetzt noch einmal halt an der Einspritzpumpe diese beiden Wellen abdichten, die hier reingehen. Einmal für den Totmann-Bautenzug hier oder Seilzug. Dass man den halt die Einspritzpumpe auf Nullförderung stellt. Und ja, die dann halt nicht mehr Kraftstoff einspritzt, dass man die ausmachen kann. Und hier oben einmal diese Gaswelle, wo man halt die Drehzahl mit reguliert. Das soll jetzt einmal abgedichtet werden. Und dazu muss ich halt einmal die Bautenzüge lösen. Oben ist er schon ab hier. Das ging leicht. Vorne die Schraube. Dann die Stellung markieren der Wellen zum Hebel habe ich jetzt zumindest gleich vor. Und ja, dann die Hebel ab, die Grundplatte hier ab, also diese Halterung da oben. Ich hoffe, das kann man sehen, die Halterung ab. Die Federn runter vor. Und dann muss man ganz vorsichtig diese Wellen mit den Buchsen da rausziehen. Und später auch wieder aufpassen, dass die genau da reingehen, weil da sind so eine Gabelstücke drin, dass die genau da dazwischen reingehen. Die darf man also nicht mit Gewalt zusammenschrauben. Sonst bricht da irgendwas drin ab, diese Gabel zum Beispiel, von diesem Gussstück, was da drin ist. Und ja, dann ist die Einspritzpumpe bereit für den Schrott und kann sie in die Schrotttonne rein. Wenn irgendwas abbricht, deswegen ist hier natürlich äußerste Vorsicht geboten. Ja, kann eigentlich jeder machen. Man muss bloß ein bisschen mit so einem Verstand da agieren, ne? Und sich die Stellung der Hebelage da oben merken. Nicht, dass da später irgendwie komisch läuft und man die Einstellung verändert hat. Das will ich jetzt einmal machen, das filmen wir jetzt nicht. Ich habe es dir gerade einmal erklärt, da gibt es auch im Internet zig Anweisungen zu oder halt Leute, die schon mal geschrieben haben, wie das dann funktioniert. Ja, da habe ich mir das vorher natürlich auch einmal vorher angeguckt und ja, wie das am besten zu machen ist. Von jemandem, der das schon mal aus der Praxis erprobt hat, um das abzudichten. Da sieht man es natürlich am besten. Gut, mache ich jetzt noch einmal und dann gucken wir mal, ob die Einspritzpumpe gleich dicht ist. So, schauen wir noch einmal hin hier. Ihr müsst aufpassen, da kommt ein Schwung Diesel raus. Da ist ein Ärmel reingelaufen. So, hier ist diese Welle. Ich habe die schon mal rausgedrückt hier. Da ist oben so eine Feder drin. Und ja, da muss man aufpassen, dass wirklich nichts da reinfällt. Ansonsten Startmagnet und da rein. Einmal lang, dass es wieder rauskommt. Hier ist ein Wellendichtring drauf. Oben seht ihr von außen. Und auf dieser Welle selbst ist auch einer. Hier vorne. Da muss wirklich der passende Wellendichtring rein hier. Oder die O-Ringe, die passenden O-Ringe rein, sonst dichtet das nicht ab. Das habe ich schon mal probiert. Das bringt nichts. Da muss man Geld investieren und dann halt beim Landmaschinenhändler die O-Ringe holen, ein paar Stück. Die kosten ja eigentlich auch nichts. Oder kompletten Dichtsatz für die Pumpe hier. Der hat mich jetzt, lass mich nicht lügen, 17 Euro gekostet. Das geht ja, das ist ja gar nichts. Und dann habe ich gleich noch ein paar andere Dichtungen mit dazu, weil ich die mal brauche. Sonst ist die Pumpe halt nirgendwo undicht, aber halt an der blöden Welle hier, weil die ja immer in Bewegung ist, wenn man Gas gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass er nicht an der unteren Welle jetzt hier undicht war, weil die bewegt sich ja fast kaum, sondern oben, weil man hier halt öfters bewegt und Gas geben immer, ne? Ja, das mache ich immer neu. Die neuen O-Ringe, die sind hier im Paket mit drin. Irgendwo da sind sie drin. Die muss ich gleich mal einmal ausfindig machen. Und dann werden sie wieder eingebaut. So, wir gucken jetzt noch einmal zusammen rein in die Einspritzpumpe. Jetzt wo beide Wellen mit Außenhülsen draußen sind. Unten ist halt so eine Gabel. Und die ist ziemlich filigran gebaut. Oben ist das schon so ein massiveres Stück. Da kann sie nichts abbrechen. Unten die Gabel, die bricht gerne mal ab. Das ist echt, da ist echt Vorsicht geboten. Und jetzt noch einmal die beiden Betätigungswellen hier mit diesen Hülsen angeguckt, mit neuen Welldichtringen, ein bisschen Fett draufgepackt hier. Hier ist so eine kleine Feder drauf, die ist da auch nicht wirklich fest verankert. Die soll da aber rein. Und ja, die empfehle ich irgendwie ein bisschen Fett einzukleben. Bei der anderen Welle ist die Feder schon deutlich größer und die hält schon besser da drin. Also da ist echt Vorsicht geboten, da darf nichts reinfallen. So Leute, der Schlepper ist jetzt angebaut. Ich habe ja auch schon gestartet. Anfangs wollte er nicht gleich kommen, ist ja klar. Diesel rausgelaufen aus der Einschusspumpe und ich habe auch versucht, dann über den Dieselfilter einmal zu lüften mit der Handpumpe. Ein bisschen Gas geben in der Kammer. Man hat ja immer so ein bisschen Angst, wenn man an der Einschusspumpe irgendwas macht, dass man irgendwas falsches angebaut hat und auf einmal der Motor hochtourt bis ins Unendliche und ja, Motorschaden. Weil man sowas schon mal in Videos gesehen hat im Netz, wo der Motor auf einmal Vollgas gibt und ja,
bis ins Unendliche hochtourt. Ja, deswegen, wenn ich sowas mache, dann gehe ich immer hier auf, bei der Anspritzpumpe hier, zumindest bei der fatalen Anspritzpumpe hier in der Mitte ist ja der Kolben, der den der Kraftstoff dann verdichtet und in die verschiedene Anspritzladung reindrückt, je nachdem, in welche Stellung sich die Anspritzpumpe befindet. Und ja, da habe ich immer eine Knarre drauf, sodass ich den schnell aufdrehen könnte. Ich starte den hier unten über den Magnetschalter dann mit dem Kabel oder dem Schraubendreher und natürlich einen Gang raus und alles. Und dann könnte ich da ganz schnell aufdrehen mit der Knarre. Und ja, dann würde er natürlich aufhören zu verdichten in der Anspritzpumpe und der Motor würde ausgehen. Rein zur Sicherheit. Hab die Kabine auch noch mal ein bisschen schier gemacht, ein bisschen sauer gemacht. Die ist ja doch ein bisschen dreckig geworden bei den Einsätzen, die er jetzt dem zuletzt gefahren hat, der Schlepper. Und ja, schönes Gerät. Wir starten hier nochmal zusammen. Da müsste auch sicherlich mal die Anspritzpumpe generell eingestellt werden. Weil auch so ein bisschen, ja, ihr seht das, ein bisschen unrum läuft. Ich meine, jetzt ist er auch, er stand jetzt wieder ein paar Minütchen, ein bisschen kälter geworden wieder. Da muss ich erstmal fangen. Motor ist ja nicht ganz warm. Das sieht mich schon besser an, wenn er ein bisschen läuft. Ein bisschen, ja, blowing tut er. Das wird sicherlich aufgrund des Verschleißes des Motors sein. Da, ja, das ist klar. Eine Motorüberholung hat er soweit noch nicht gehabt, meine ich. Und der Zähler ist einmal rum. Da brauchen wir uns nicht vormachen. Der Motor hat Verschleiß. Aber solange er läuft und keine Geräusche entstehen, soll er auch laufen. Und das wird er auch. Ja, die Motoren, die sind ja auch standfest, wenn man sieht, auf was die den hochdrehen beim Traktor-Pulling. Was man da rausholen kann aus dem Motor, oder? Und da er ja hier kein Turbolader hat, ein normaler Saugmotor, nichts verändert, original. Ja, sollte mir noch lange Zeit gute Dienste erweisen, das reicht nicht mal. So, ich gehe mir hier so ein bisschen ins Leise rein, in den leisen Bereich. So, ich hoffe, man kann mich jetzt sehen und verstehen. Ich will das Video jetzt wieder zum Abschluss bringen. Hoffe natürlich, dass das Video irgendwie euch weitergebracht hat. Beziehungsweise, wenn ihr meine Blogs schaut, dass es einigermaßen interessant war. Hier und da gab es natürlich so ein paar Komplikationen. Ja, und dauerte dann ein bisschen halt. Deswegen war es ja schon abends, dass mal irgendwas nicht lose ging. Und die eine Nutmutter halt, wie gesagt, auf der Radnabe. Dass das Gewinde ein bisschen was hatte, das ist natürlich nicht schön. Eine Gewindefeile kriegt man alles wieder hin. Solange das nicht übermäßig doll kaputt ist halt. Ja, Innen- und Außengewinde. Ja, dementsprechend will ich jetzt natürlich sagen, schalte das nächste Mal gerne wieder rein. Es geht mit dem Ford weiter, ich warte noch auf die Teile. Und ja, dann sehen wir davon auch wieder mehr. Tschüss.